Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Heute natürlich auch am Sonntag für euch von mir. Es hält mir nichts bei. So, wir hatten gestern noch die Sachen hier reingeballert. Wasser und so. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Es gibt nämlich schon, glaube ich, Moment mal. Wir haben schon zwei Eier. Oh, die werden da hinten. Die werden da in dieser Schachtel gesammelt. Okay. Ja, damit kann ich mich anfreunden. So, jetzt machen wir nochmal ein Stückchen raus hier. Und dann kann ich euch was zeigen, was ich sehr, sehr geil finde. Sehr, sehr geil. Habe ich von einem Abonnenten, weiß nicht, ob es ein Abonnent ist, hat auf alle Fälle unter meinen Kommentar, unter mein Video geschrieben. Hatte mir empfohlen. So, einmal schottendicht. Sehr schön. Und zwar ist es der Tommy, der bayerische, oder die bayerischen Zocker, oder der Tommy von den bayerischen Zockern, so muss man sagen. Der hat mir ein Tool empfohlen, das nennt sich LS Helfer Advanced. Das kann ich aktivieren hier. Und das ist eigentlich ein Menü oder beziehungsweise eine Auflistung von Helfern, die ich mir fix anstellen kann. Das heißt, nicht einfach mal jetzt so einen Helfer anstellen und fertig, sondern man muss mal ganz kurz mal, ihr lest euch das mal durch, das ist echt nicht schlecht. Beachten Sie, dass wenn ein Helfer eingestellt ist, Sie grundsätzlich seinen Basislohn zahlen müssen, unabhängig davon, ob er gerade eine Tätigkeit für Sie ausführt oder nicht. So. Für den Abzug von Lohnbetrag spielt die Zeitbestellung eine Rolle. 60 Euro in Echtzeit in der Stunde sind auch 60 Euro bei 120 Vorlauf, ne? Das ist ja ganz klar. Genau, da geht's los. Denke voraus, nicht einfach wahllos Helfer einstellen, sondern nur, wenn man diese auch wirklich dauerhaft benötigt. Entlassen können Helfer erst frühestens 7 Tage nach seiner Einstellung. Okay, wisst ihr Bescheid, ne? Weil es ist so, wenn du die jetzt auf den Hof, ne? Bauernhof, wenn du dir jetzt einen Helfer anstellst, ne? Dann kannst du nicht nach 2 Stunden sagen, jo, ich brauche den nicht mehr. Also das geht nicht. Sondern du musst wirklich denken, okay, brauche ich den? Für was brauche ich den? Was kann der Helfer? Und dementsprechend bekommt er auch bezahlt. Und genauso ist dieses Tool aufgebaut. Das heißt, du hast hier Helfer, die einen fixen Namen haben. Du stellst dir meinetwegen 2 Helfer an und sagst dann dem Helfer, bla bla bla, du machst das hier und dem anderen Helfer, du machst das hier. Also du hast praktisch 2 oder 10, ist ja egal wie viele, fix angestellte Leute bei dir, die dann für dich arbeiten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Und dieses Tool ist noch zusätzlich verbaut, dass sie nicht alle gleich viel können, sondern der kann zum Beispiel besser pflügen, dafür kann er zum Beispiel nicht gut dreschen, ne? Oder zum Beispiel, was haben wir hier unten, der Herbert zum Beispiel, der kann nicht gut pflügen, dafür kann er wunderbar ansehen oder düngen, ne? Das ist ganz verschieden. Und hier sieht man zum Beispiel, die sind alle verfügbar, die haben alle momentan Freizeit und die haben natürlich je nach Qualifikation, der hat hier 30% oder der oder die, nee, der Donald hat 30% beim Dreschen. So, guck mal bei Dreschen unten, der bekommt 30,1% plus 56,28 Euro. Der lässt sich das schon ganz gut zahlen, aber dafür kann er es halt richtig gut, ne? Das werde ich auf alle Fälle mal testen, weil ich finde dieses Tool richtig cool und ist auch natürlich wieder etwas dem Realismus, ne? Etwas vernünftiger wieder. Wo wir gerade beim Thema Realismus sind, ihr habt euch auch dafür entschieden, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ah, das kostet ja nichts, das habe ich nicht gewusst. Ihr habt ihm auch in den Kommentar geschrieben, da ist doch ein großes Wassergedöns am Hof. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das kostet, aber wahrscheinlich ist das eine hauseigene Leitung. Also, oder haben wir einen eigenen Brunnen? Das kann ja auch sein, ne? Wir haben uns dafür entschieden, das Pflügen wegzulassen. Ich habe es bereits ausgemacht. Ich habe Pflügen aus, aber Düngestufen haben wir 3 Stück, ne? Damit das auch normal läuft. Okay, das können wir nicht so stehen lassen. Ich brauche das Wasser jetzt nicht unbedingt. Hatten wir, das muss ich jetzt nochmal nach, hatten wir alles in Stroh geholt oben? Ich glaube ja, ich bin mir nicht immer ganz sicher. Wenn du immer wieder andere Sachen machst, ne, dann ist es halt, ja. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal uns einen Deutsch schnappen, ja. Aber das ist jetzt schon eine Sache, die ich zum Beispiel einen Helfer machen lassen könnte. Ne, könnte. Lass mich mal gucken. Ich weiß nicht, ob es nur bei euch so ist, aber mir kommt die Hofbergmann dunkel vor. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir kommt sie extrem dunkel vor. Das kann ich auch nicht wahrscheinlich hochstellen, ne? Ist nur so bei der zum Beispiel Gödenstedt. Die Gödenstedt sieht wunderbar richtig aus. Die sieht echt super aus. Ich meine, die sieht auch optisch gut aus, aber ich finde alles ein bisschen dunkel hier. Seht ihr das? Wir haben 9.30 Uhr, Sonnenschein. Und das, ich sehe das Licht hier am Boden. Ich weiß nicht, ob das nur so bei mir so oder ist das generell dunkler, die Map? Ich kann es nicht sagen. So, wir fahren mal ganz kurz rüber. Zu unserem Geräteaußenlager. War das hier? Jo. Da müssen wir mal gucken, ob wir... Natürlich, jetzt würden die ein oder andere sagen, das kannst du auch mit CP machen.
Ja, ist schon richtig, aber das ist ja nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist ja ein bisschen mehr mit Realismus zu spielen und deswegen auch Helfer einzustellen, die du dann, wenn du sie eingestellt hast und sie nicht brauchst, aber trotzdem bezahlen musst, weil sie ja da sind für dich. Also sie könnten ja arbeiten, aber wenn du keine Arbeit hast, ne, dann ist das super optimal. Der juckt den Helfer nicht, der möchte sein Geld trotzdem haben. So, wir gehen jetzt einfach mal hier, ne? Hat er das eigentlich schon umgestellt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht pflügen? Hat er das schon umgestellt? Genau, ist nicht gedüngt. Könnten wir aber theoretisch noch düngen, bevor wir es ansehen. Haha. Weißt du was, wir werden uns jetzt einen Helfer organisieren. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Der nur für die Vorarbeiten, also für die Feldarbeit da ist. Der grubbern, düngen, säen. So, nehmen wir zum Beispiel den hier. Der Thomas. Ne, der Thomas? Der hat das halt nicht ganz gut drauf. 16, 26, 17, ja. Der, es muss halt immer, oh, der hier, die Julia hat das auch wunderbar drauf. Wir stellen jetzt einfach mal die Julia ein. So, Julia, du bist jetzt mein. Nee, das klingt falsch. So, jetzt haben wir die Julia bei uns hier. Siehst du? Entlassung möglich? Nein, weil ich muss sie mindestens 7 Tage beschäftigen. Das wird ja was werden. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Julia denn auf den Träger setze. Lass mal ganz kurz den hier noch an die Seite stellen. Dann lassen wir die erst düngen. Oder haben wir eigentlich... Wir haben das große Gedöns, da können wir selber düngen, ganz fix. Ich hoffe, da ist Dünger drin. Sonst müssen wir uns jetzt gleich Dünger organisieren. Oh, der gute alte Case. 14,55, nicht? Auch ein wunderschöner Trecker. So. Das, ne, das ist ja schon mal nicht schlecht hier. Oh, das ist leer. War ja klar, ne? So, wo bekomme ich jetzt? Ich muss wahrscheinlich noch mal ganz kurz zum Händler runterdüsen. Noch ein bisschen, ne, Quatsch. Absoluter Quatsch. Wir hatten doch am Hof, solche Big Bags stehen. Wo sind denn die? Badam, da hatte ich doch irgendwas gesehen. Muss ich mal gucken, ob ich die jetzt finde. Wo war das nochmal? Ich muss mich jetzt ein bisschen reinfuchsen hier. Ihr seht das, ne? Das war, ich glaube, ich weiter oben. Bin ich der Meinung? War das... Alter, wo war denn das nochmal? Bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Da hinten waren noch auch Produktionen, ne? Jetzt gucken wir nochmal runter. Ich weiß es jetzt. Müsst mir ein bisschen Zeit geben, bitte. Also mir ist das ehrlich zu dunkel hier. Ich weiß nicht warum, aber... So. Das war es hier nicht. Das war hier auch nicht. So. Genau, das war hier. Hier ist der Hof. Hier drüben war dieses Silo-Gedöns. Ja. War das hier drin? Nee, hier war nur Garage, glaube ich, oder? Nee, das war hier. Komm, passt. Super. Perfekt. Jetzt wäre es natürlich mega geil, wenn wir jetzt... machen wir auch den Motor aus. Haben wir so einen Kram am Hof? Haben wir nicht wahrscheinlich, ne? Können wir... Jetzt habe ich eine Idee. Wir können das aber nicht ändern, dass der zum Beispiel... Das wäre ja mega. Moment mal. Können wir den umbauen, dass wir vorne ein Big Bag draufstellen können? Hat er gute vorne? Hat er nicht. Ich kann irgendwas mit der Maus machen. Oh, da hat sich irgendwas bewegt. Moment mal. Ah, hier hinten. Okay. Läuft. Hier abladen, stoppen. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Dass wir das, vielleicht können wir das umbauen, dass wir vielleicht vorne ein Big Bag draufstellen können. Ach, ich finde diese animierte Antriebswelle da unten, ne? Das finde ich mega geil. Hier vorne, glaube ich, war die Werkstatt. Jetzt gucken wir mal, ob das so theoretisch machbar ist. Können wir auch Fenster aufmachen hier? Können wir nicht, ne? Nee, IC wird hier nicht. Okay. Gut, dann lassen wir mal hier das aufmachen. Da bin ich jetzt ja gespannt, ob das funktioniert, ne? Weil dann nehmen wir das hier als Dünger-Kfz her. Da fällt eine schöne Anzeige, das muss man echt sagen, ne? So. Konfigurieren. Oh, guck mal an. Ahahaha. Plattform. Design Plattform an. Jo, perfekt. Kann ich hier... Ich kann hier gut rummachen. A dream comes true. Okay, das heißt,
Das heißt, ist das, also ich muss mal ganz kurz nochmal nachdenken, nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache, ne? Wir könnten da vorne einen Big Bag raufstellen, hinten den Düngerstreuer dran. Ja, das müsste funktionieren. So, aber wir brauchen jetzt einen Frontlader. Wir müssen den Big Bag irgendwie rausbringen hier. Hat er einen Frontlader? Der hat einen Frontlader, siehst du? Da können wir den gleich verwenden. Ey, gut, dass hier so viele Maschinen rumstehen, ne? So. Die Frontlader-Technik war hinter irgendeiner Halle. Ich glaube, hinter dieser. Ich habe da noch nichts benutzt von, ne? Jo, das sieht gut aus. Wie macht man das? Am besten mit dem, würde ich jetzt mal sagen, mit der Palettengabel. Würde ich mir so spontan jetzt erstmal in den Sinn kommen. Okay. Das passt auch. So, das kuppeln wir auch an. Ein Gewicht immer. Ja, gut, dass hier Gewichte stehen. Da hat jemand mitgedacht. Lalalala. So, wie sieht das aus? Lass mal gucken. Ja, püriert nicht die Reifen. Das können wir machen. Okay. Gut, dann fahren wir mal rum und holen uns mal so. Ich bin ja gespannt, wie man diesen Big Bag, ob der bei den Schlaufen vorne so Kollisionen oder sowas hat. Ne, da bin ich echt gespannt jetzt. Moment. So, wir brauchen. Ich muss immer aussteigen, ich sehe das nicht. Boah, das ist eine gute Frage, ne? Was war denn jetzt was? Wir brauchen das mit dem Blättchen drauf. Das rechte hier, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier so funktioniert. Da wäre ich ja wirklich gespannt, ob das jetzt so richtig von Anfang an funktionieren würde. Alter, das ist ja mega geil. Also das Problem ist halt nur bei den Big Bags, du kannst sie nicht wieder verschließen. Soweit ich weiß, aber ich kann mich auch täuschen, ne? Jetzt fahren wir da mal drüber und dann gucken wir mal, was dann passiert. Also von der Höhe her geht's gerade so, ne? Ah, guck mal an hier. Richtig gut, oder? Richtig gut, wie ich finde. Wieder. Oh, das war wohl zu wenig. Da müssen wir vielleicht noch einen organisieren. Aber mit der Plattform, ob das gut ist? Bin gerade im Überlegen, ne? Das so gut ist mit der Plattform. Weil das Problem ist, du hast nichts, wo du's, mit dem du es raufhieven kannst, wenn du irgendwo fernab unterwegs bist. Das heißt, du kannst nicht einfach mal schnell jetzt irgendwo hinfahren und dann läuft das, sondern vielleicht wäre es besser, wenn wir den Fan tatsächlich dafür verwenden und uns diesen einen Wagen mitnehmen, den Fliegel, den wir im Hof stehen haben. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Weiß nicht, wie viel da reingeht. Alles. Ja gut. Ja gut. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel, ne? Nicht, dass der Glas jetzt gleich vorne ab... Ah, der Case jetzt gleich vorne abhebt. Ah ja. Guck mal. Gut, das war eine gute Idee. Vielleicht später. So. Okay, dann gucken wir mal, wenn wir das jetzt hochheben, ob wir gleich ein Problem haben oder nicht. Alter, das ist halt ein Monster, der Case. Da kannst du ja nichts sagen. Ach ja. Okay. Okay. Ja. Wir fangen hier einfach mal an. Nehmt das auf. Also, das klingt jetzt... Oh! Oh! Hallo Textur! Wie geht's dir denn? Ich hab gar nicht gewusst, dass du da bist. Alter! Ist ja mega cool. Ah. Da fahren wir an, ne? Das ist schon so ein Typ, ne? Der macht einfach so geile Sachen. Für nix. Ich bin noch ein bisschen erkältet, tut mir leid, aber kannst du nichts machen. Hält mich natürlich auch nicht davon auf, dass ich jetzt hier aufnehme, weil ich kann von mir aus das Bein gebrochen haben, nehme ich jetzt hier noch auf dieser geilen Map. Wir werden tatsächlich den Kredit, ne, weil ein paar gefragt haben, ich kann übrigens den Drescher verkaufen. Seht ihr, da habt ihr recht. Da, sehr gut, das machen wir gleich. Wenn das Feld fertig gemacht ist, werden wir noch den Drescher verkaufen in dieser Folge. Oder ich glaube, wir machen die nächste Folge weiter. Ja, muss man mal gucken. Lass mal ganz kurz den Drescher verkaufen, ne? Weil dann haben wir das eigentlich, das habt ihr schon in der letzten Folge kritisiert, dass ich das vergessen hätte, aber ich habe es wirklich vergessen. So. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir uns nämlich schon ein paar Kühe kaufen werden, weil worauf sollen wir denn warten? Gras ist in greifbarer Nähe, das müssen wir nur abmähen. Wo muss ich denn das hier zurückgeben? Ist das hier drin?
Oder ist das an der Seite? Nee, das müsste hier drin sein. Müssen wir da dieses Tor öffnen? Also, ne, wir sind ja eigentlich nur hier Kunden. Ich muss das Tor selber öffnen. Alles klärchen. Müssen wir da jetzt reinfahren und dann zu verkaufen, oder wie sehe ich das? Hier ist die Werkstatt. Moin! Hi! Ich möchte den loswerden. Danke. Achso, willst du das nicht mitnehmen zum Verkaufen? Moment mal. Ach, jetzt erkennt er das nicht mehr, oder wie? Ach nee, du. Na, Sunny Boy? Verkauf, hier. Guten Tag. Ich hätte gern. Lecker, lecker. Okay, ja, dann müssen wir das wohl so verkaufen. Gut, aber der Dresch hat einiges gebracht, auf alle Fälle. Das können wir auch noch, es sind auch noch 13.000, ist ja krass. Hi. Ich glaube, der hat ein Hi-Problem. Gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich ebenfalls natürlich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns etwas später wieder zu einer weiteren Folge Hofbergmann. Ich freue mich, bis später, macht es gut, ciao, ciao.